Hi, mein Name ist Jana, ich bin 23 Jahre alt und studiere zurzeit im vierten Semester International Tourism Management an der Breda University of Applied Sciences in den Niederlanden. Ausschlaggebend dafür, dass ich mich für die Breda University of Applied Sciences entschieden habe, war, dass ich auf einem Open Day dort war und mir das Ganze mal angeschaut habe und mir hat sofort die Umgebung gefallen und einfach die Praxisbezogenheit des Studiums, dass man sich kennt, dieses familiäre Umfeld und ja, einfach auch die Offenheit der Holländer. Das waren, glaube ich, die ausschlaggebenden Punkte, dass ich unbedingt in Holland studieren wollte. Was mir besonders am Studiengang gefällt, ist, dass es einen sehr breit gefächerten Lernumfang hat. Und so sieht es zum Beispiel im ersten Jahr aus, dass man die Basics lernt. Mit dem Abitur hat man allerdings auch die Chance, schon direkt im zweiten Jahr einzusteigen und somit auch mit einer Spezialisierung schon direkt zu starten. Im ersten Jahr hat man einen Management-Teil und einen Tourismus-Teil. Bedeutet, dass im Management-Teil hat man Fächer wie zum Beispiel Online-Marketing, Consumer Behavior, Financial Management, Research in E-Business Fundamentals. Im Tourismus-Teil lernt man dann Fächer wie Intro-Tourism, Experience Design, Go Green, Tourism Business und Tourism Contacts. Zudem folgt man Englischkursen sowie eine Fremdsprache, die man sich aussuchen kann, zum Beispiel Spanisch, Italienisch, Französisch und Holländisch. Im zweiten Jahr kommt dann eine Spezialisierung hinzu, wie zum Beispiel Tourism Destinations, Travel Industry, Attraction and Theme Park Management und Recreation and Hospitality. Und ja, im dritten Jahr kommen wieder neue Spezialisierungsmöglichkeiten hinzu, wie zum Beispiel E-Tourism, Tourism Design and Development, Tourism Business und Tourist Experience. Außerdem hat man die Möglichkeit, auf einen Exchange zu gehen, sprich man studiert an einer Partneruniversität von Breda University. Ein Praktikum ist im dritten Jahr Pflicht und man kann dies sowohl in den Niederlanden als auch abroad auf der ganzen Welt irgendwo machen. Die Dozenten kommen aus der Branche und bringen somit viel Praxiserfahrung mit. Außerdem kennt man sich persönlich, man ist per Du mit dem Lehrer, was ich in Holland sehr, sehr, sehr cool finde. Die Vorteile in Holland zu studieren sind ganz klar, dass man in einem internationalen Umfeld ist. Es gibt ein sehr familiäreres Umfeld in den Hochschulen. So ist es zum Beispiel, dass wir nicht wirklich in einem Audimax sitzen mit 1000 Leuten um uns herum, sondern wir haben kleine Seminarräume mit unseren Lehrern und man kennt sich persönlich. Zudem kommt die Praxis näher. Das gefällt mir auch sehr gut, dass wir unser Wissen direkt an Assignments wirklich anwenden müssen. Die Dozenten kommen aus der Branche und ich persönlich mag die Offenheit der Holländer sehr. Ich fühle mich sehr wohl in Holland. Außerdem ist es cool, ein bisschen Holländisch so zu lernen. Einen negativen Aspekt, um in Holland zu studieren, sind tatsächlich, glaube ich, die Studiengebühren. Es ist etwas teurer als in Deutschland. Und ein weiterer Punkt wäre vielleicht, dass man zu weit von zu Hause weg ist. Aber ich glaube, das relativiert sich wieder, wenn man mal in Breda war. Weil die Stadt an sich hat so viel zu bieten, es wird wirklich nie langweilig und die Stadt bietet ein familiäres Umfeld. Ja, also für die Zukunft habe ich leider noch nicht so wirklich Pläne. Ich würde gerne, jetzt steht erstmal das Exchange-Semester wahrscheinlich in Finnland an. Danach geht's ins Praktikum. Und nach meinem Studium würde ich eigentlich gerne nach Kanada und da ein bisschen Praxiserfahrung zu sammeln. Ja, aber konkrete Pläne habe ich noch nicht. Ich würde denselben Weg auf jeden Fall nochmal gehen, weil es mir super gut an der Universität und auch in Breda gefällt. Also ich würde den gleichen Weg nochmal machen.